Wir alle hinterlassen im Netz Spuren, die etwas über unsere Interessen und unsere Vorlieben aussagen. Oft unbeabsichtigt, manchmal ganz bewusst. Zum Beispiel über die Gefällt-mir-Buttons von Facebook, die sogenannten Likes. Wer aber weiß, was wir mögen, der kann sich ein Bild von uns machen. Sehr viel genauer und detaillierter, als wir glauben. Michał Koschinski ist stellvertretender Leiter des Psychometrics Center der Universität Cambridge. Er und seine Kollegen haben die Facebook-Profile von 58.000 Freiwilligen ausgewertet. Die Likes alleine erlaubten ihnen dabei überraschend präzise Aussagen über die Nutzer. Menschen mit hohem IQ werden zum Beispiel Wissenschaft mögen, gerne Bücher lesen, manche Philosophen liken und so weiter. Aber andere Assoziationen sind nicht so offensichtlich. Nehmen wir nochmal Menschen mit hohem IQ, dann sehen wir, dass die bei Facebook auch sehr oft Fans von Curly Fries, also von frittierten Kartoffelspiralen sind, was, wie man zugeben muss, keine sehr naheliegende Assoziation ist. Wenn ich also Oldtimer mag oder Döner Kebab, so sagt das womöglich auch etwas über meine politischen Vorlieben aus. Nur durch Facebook-Likes können die Forscher mit 88%iger Sicherheit die sexuelle Orientierung von Männern bestimmen. Und mit immerhin 73% Genauigkeit lässt sich auf Drogenkonsum schließen. Grundlage dafür ist das sogenannte Machine Learning. Kennt der Computer eine Reihe von Eigenschaften und hat sie bewertet, kann er jede zusätzliche neue Eigenschaft statistisch einordnen. Nicht anders, als etwa der Spamfilter lernt, unerwünschte Mail von erwünschter zu unterscheiden, anhand häufig auftauchender Wörter und Satzkonstruktionen. Auch die Persönlichkeit lässt sich mit Facebook-Likes ergründen. So sind Leute, die die ZDF-Heute-Sendung liken, mit hoher Wahrscheinlichkeit offene, liberale und künstlerische Menschen. Sie sind entspannt und emotional ausgeglichen, allerdings auch eher introvertiert, nachdenklich und einzelgängerisch. Beim Data Science Day in Berlin diskutieren Start-up-Unternehmer und Forscher auch über Geschäftsmodelle, die sich aus diesen Erkenntnissen ergeben. Nutzer genauer klassifizieren zu können, ist vor allem für die Werbung interessant, sagt Organisator Klaas Bollhöfer. Je mehr ich über jeden einzelnen Nutzer oder potenziellen Kunden oder Kunden weiß, desto individueller kann ich ihn ja adressieren. So, ich weiß, was diesen Menschen interessiert, vielleicht wie viel Geld er hat, was ihn bisher interessiert hat. Ich kann darüber vielleicht sogar mathematisch prognostizieren, was ihn zukünftig interessieren wird und kann meine Produkte oder meine Markenbotschaft eigentlich exakt auf dieses Bedürfnis drauf mappen. Andy Cockreaves Firma entwickelt Anwendungen, die mit Social-Media-Daten arbeiten. Algorithmen verraten Unternehmen schon jetzt viel mehr, als die Nutzer jemals annehmen würden, meint er. Zum Beispiel dem großen US-Supermarkt, der das Online-Verhalten seiner Kunden per Big Data analysiert. Die haben eine 16-Jährige als schwanger identifiziert, nicht weil sie sich Websites für Schwangere angesehen hätte, sondern weil sie sich so verhalten hat wie andere Personen, von denen man wusste, dass sie schwanger waren. Man hat ihr dann Schwangerschaftsprodukte angeboten. Die Firma wusste also vor den Eltern von der Schwangerschaft. Und die Eltern haben gefragt, was soll das? Und die haben gesagt, na ja, das ist unser Big Data Modell. So hinterlassen wir eine Vielzahl von Spuren, die wir selbst gar nicht lesen können. Wer die richtigen Algorithmen besitzt, aber schon. Diese Schieflage in der Informationshoheit ist problematisch, aber bisher kaum lösbar. Eigentlich müssten Daten sowas sein wie Bargeld. Ich kann sie geben, wenn ich etwas dafür bekomme, aber ich gebe auch nicht mehr. Ich gebe nicht mehr über mich preis. So, das haben wir natürlich nicht. Wir haben dafür keine Systeme. Michał Koschinski glaubt, dass streng genommen das ganze Internet Europas Datenschutzrecht widerspricht. Weil alle Daten, die wir hinterlassen, richtig gelesen, höchst private Informationen verraten. Doch Lösungen hierfür seien möglich. Die Daten könnten auf einem privaten Account oder Gerät gespeichert bleiben und Firmen, Institutionen und Software hätten Zugriff, aber so, dass man selbst die Kontrolle behält, so dass man entscheiden kann, welche Vorhersagen über einen gemacht werden können. Alles, was wir im Netz tun, kann man verfolgen, analysieren und Schlüsse daraus ziehen. Aber wir müssen einen gesellschaftlichen Rahmen dafür schaffen, eine Übereinkunft darüber, wie mit den neuen Analysetechniken umzugehen ist. Und diese Debatte hat noch nicht einmal begonnen.